I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold. You might need a sweater too. I'ma put a ride on ya, kid from California, trying to make it in life. In school they never taught ya dreams of my own. I've been working from home, I can do it on my own, but sometimes it gets cold like. Hey Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wir spielen heute eine kleine Runde 8x1 auf Gomme. Was habe ich schon wieder auf Gomme zu suchen? Das ist eine berechtigte Frage, weil ich bin zurzeit relativ oft in Videos auf Gomme, wie man wahrscheinlich mitbekommen hat. Das Ding ist einfach, ich weiß nicht, irgendwie gefällt mir Regel nicht mehr so. Beziehungsweise finde ich da nicht den Fun, beziehungsweise es bockt sich nicht so, als wenn ich jetzt auf Gomme zocke. Und da es eh beides Bad Wars ist und es für mich beides relativ gleich ist, außer vielleicht die Shop-Systeme und halt das Reducen, spiele ich jetzt einfach auf Gomme und dachte mir, yo, das passt doch dann auch wahrscheinlich. Und die Spielweise ist auf Gomme auch noch ein bisschen anders. Und warum ist das so? Warum hast du dein Bett eingebaut, Kleine? Das finde ich echt unfair. Es ist echt mies. Man baut sein Bett nicht ein. Vor allem, ich glaube, wäre ich eine Sekunde früher gekommen, dann hätte ich es locker auch so holen können. Und jetzt muss ich sie jetzt hier einfach spawn-trippen, gefühlt so. Und da ist es weg. Sie gibt die Hoffnung aber nicht auf, dass ich sterbe. Naja, GG an dich. Das Ding ist, ich weiß, ich hatte ja in der letzten Aufnahme diesen kleinen Rain-Checker. Und auch danach, so in der letzten Runde, war es ja auch so, dass es mir so ein bisschen komisch vorkam, wie die Hits halt gefallen sind. Und ich weiß auch nicht, warum das so war, dass die Hits so übelst komisch gefallen sind. Vor allem, dass ich auch 0 Hits bekommen habe. Klar, jetzt ich kann hier jetzt nicht mehr so krass W-Tabben, S-Tabben, sonst was für Taktiken. Aber so ein bisschen Ahnung habe ich noch und das sah echt... Puh, es sah echt krass aus, was die da mit mir gemacht haben. Und ich will mir jetzt nicht auf Revia ihn abquälen. Beziehungsweise hier richtig einmal rein sweaten bei 33 Grad draußen und sonst was für Temperaturen, die hier bei uns in Berlin herrschen. Bei euch, oder jetzt, wo ihr das Video seht, müsste es relativ kalt sein, aber es ist alles ein bisschen vorproduziert, da ich ja viel Schule habe und ich am Nachmittag nicht sagen muss, yo, ich muss doch nach Hause, weil ich muss hier noch was machen, ein Video aufnehmen und so, sondern ich halt zu meinen Kumpels oder Freunden auch sagen kann, yo, ich komme einfach mit, wisst ihr. Deswegen produziere ich hier immer ein bisschen vor. Bin immer so 6 bis 9 Tage im Vorlauf tatsächlich. Ich weiß, es ist schwer zu glauben, vor allem für euch als Zuschauer, aber es ist halt for real so, dass ich das alles ein bisschen früher aufnehme, als ihr es halt seht. Ist, denke ich, aber jetzt auch, oh, als ob du voll Eisenblock hast. Nein, erstmal Schwert droppen. Let's go. Abfahrt. Und der hat sich Eisen geholt. Naja, jetzt hat er ein Schwert. Aber trotzdem, GG an dich. Da drüben kommt schon der nächste Gegner. Ich habe nicht mehr viele Leben und auch nicht mehr so viele Blöcke. Gucken, wie wir den geholt bekommen. Das Ding ist, trotz dessen gebe ich immer so mein Bestes. Das ist das Beste, was ich halt aus den Videos rausholen kann, rauszuholen. Ich feed auch ganz oft. Ich finde es halt übelst schade so, dass es halt so ist, dass ich, weil ich wenig Zeit habe oder so, keine richtig übel fetten Projekte für euch umsetzen kann. Das demotiviert mich immer so ein bisschen. Um ehrlich zu sein, wenn man das unbedingt will, dann könnte ich mir auch die Zeit nehmen. Aber ich will halt nicht mein Real Life derzeit vor YouTube oder vors Zocken setzen, weil irgendwo geht mir das mittlerweile schon so ein bisschen vor. Ich weiß, es ist scheiße, wenn man so Zuschauer ist und ich kenne das auch selber und man so hört, yo, der Typ zockt. Und er bringt Videos, wie er zockt, aber er ist trotzdem eher so ein Real-Life-Typ, was soll denn das? Wisst ihr, es klingt immer so ein bisschen, ich weiß, ich bin dann immer richtig enttäuscht von demjenigen, der so Gaming-Videos macht oder so. Ich weiß gar nicht warum, ich bin einfach, das fühlt sich dann nicht mehr so geil an, wie es sich davor angefühlt hat. Aber trotzdem sage ich euch das offen und ehrlich, das ist derzeit momentan, so wie mein Real Life zurzeit läuft, und es läuft echt nicht schlecht, mir das erstmal vorgeht. Klar, ich mache noch weiter YouTube und ich sage euch auch, sobald sich die Möglichkeit bietet, irgendwie YouTube in Sachen Real Life mit einzubringen, was wahrscheinlich auch dauern wird, aber sobald sich diese Möglichkeit bietet, werde ich diesen Kanal auch weiter funktionieren und andere Videos in eine andere Art bringen, trotzdem meinem Hobby weitergehen, nur halt derzeit bringt das mit Real Life schlecht was, weil ich ungern, und jetzt kommt mein Vater, man hat vielleicht meinen Hund gerade so ein bisschen gehört, ungern das irgendwie umfunktionieren will, gar ich mein Real Life groß mit euch teilen will und wir sind fast Nachbarn, ich und der Typ, aber die fighten gerade selber, daher lasse ich die erstmal in Ruhe und dann bin ich auch relativ gut equipped. Nein, ich habe verkackt. Oh mein Gott, habe ich gerade absolut veraimt. Das Ding ist immer noch, Leute, mein neues Mauspad habe ich euch in ein paar anderen Videos auch schon erzählt. Das ist gelb, oder? Das ist grün.
Warum ist der Grüne noch nicht bei Orange und baut sein Bett ab, lol? Das ist doch sehr interessant. Und auch Wuffi, alles wird gut, keine Sorge. Ja, hä? Warum geht denn der Grüne? Der Grüne ist doch schon bei Orange zu 100%. Ah, ich wollte schon sagen. Ich habe gerade schon angefangen, mich aufzuregen, so ein bisschen. Na, oh mein Gott, Digga. Er hat halt Fall Damage bekommen des Todes. Nein, und er hat Low Ground des Todes. Was? Ich hab den letzten Hit. Okay, er ist am Fall Damage noch gestorben. Ich wollte schon gerade sagen, weil ich habe den letzten Hit Partikel bekommen auf ihn. So, das Ding ist, ich treffe mich zum Beispiel jetzt auch am nächsten Donnerstag mit einer Internetfreundin, die ich schon übel lange kenne, von mir in Berlin, weil die da auf Klassenfahrt sind. Das finde ich zum Beispiel übel nice und sowas würde ich auch vloggen. Vloggen klingt so übel komisch, ich weiß nicht. Aber das ganz einfache Ding ist, ich will, wenn dann schon irgendein Qualitätsstandard, Merkmal, was auch immer, bieten oder bringen. Dadurch, dass ich einfach das Equipment nicht habe und auch nicht die Kohle dafür, jetzt eine krasse Kamera oder so zu kaufen, würde sich das eh erledigen. Und an sich wäre es, glaube ich, auch, weiß ich nicht. Ich will nicht sagen komisch, aber es wäre halt so eine krasse Umstellung so von erst Gaming und als ob der Typ wirklich halt auch Full Iron hat. Was haben die denn alle mit ihren Iron-Blöcken? Ich hätte mir einfach eine bessere Picke mitnehmen sollen. Und so mit Kamera und so, das wäre dann halt schon eine Umstellung, aber ich glaube, ich würde es trotzdem richtig geil finden. So. Ich glaube, das würde mir richtig Spaß machen. Aber halt, wie gesagt, Leute, das Money ist nicht da für krasse Kamera oder so. Muss ja nicht mal krass sein. Aber wenigstens so eine mittlere Kamera. Wisst ihr, so ein bisschen wenigstens, dass man sich nicht denkt, Bruder, Handykamera. Und auch ein relativ angenehmes Mikro eventuell. Und, oh, warum bin ich denn auf Knock gegangen? Ich hätte ihn, glaube ich, One oder Two Hit. Nur mir bockt es zum Beispiel auch, so sich hinzusetzen, auch wenn ich vielleicht am Vorproduzieren bin. Das bockt sich schon, wenn ich mich so hinsetze und einfach so mit euch talke, so ein bisschen mit euch rede, so ein bisschen euch erzähle, wie meine Gedankengänge vielleicht sind oder was ich mir zu bestimmten Themen gerade denke oder was ich vielleicht später machen will oder sowas. Das finde ich schon echt entspannt, das ist cool. Auch wenn mein Mund irgendwie immer trocken wird wie sonst was und ich gefühlt in 4 Aufnahmen 8 Liter hier wegtrinke, weil wirklich ich kriege einfach den trockensten Mund, das ist gefühlt dieser Harrer in Pers Mund, ja, und das ist echt belastend. Der ist schon warten, please, wir sind mal jetzt ein bisschen entspannt hier und warten auch. Oh scheiße, Bruder, ich will warten, ich warte, jojo, ich warte, es tut mir leid, ich bin aus Versehen runtergefallen, Bruder, ich muss, mein Vater kommt gerade und ich will nicht, dass mein Hund in der Abmund übel hart bellt. Guck mal, er laggt doch aber nicht mehr so doll. Komm, wir versuchen es einfach mal. Ich hoffe, ich werde dafür nicht geflamed. Doch, er laggt halt noch ein bisschen sehr, sehr, sehr doll. Und das Ding ist, Bruder, ich habe keine Picke dabei. Ey, es tut mir halt, no joke, es tut mir halt leid, dass ich jetzt so asozial bin, wie du es hier gerade siehst. Aber ich muss mir eine bessere Picke kaufen. Und ich glaube, sonst hättest du mich getötet. Er ist als ob er gelieft ist. Och, Mann, ich weiß, dass es asozial war. Okay, es tut mir leid. Leute, ich hoffe, euch hat der kleine Talk gefallen und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, ciao.